Roger Federer, für viele von uns, ihren Gegnern, sind sie ja schon ein Außerirdischer. Man hat sie im Astronautenanzug gesehen. Wie sieht es aus? Sieht man sie bald auf einem anderen Planet? Nein, nicht unbedingt. Ich bin überhaupt nicht risikofreudig im Leben. Ich habe Angst vor allem zusammen. Ich würde nie Fallschirme springen oder Achterbahnen machen oder noch nie. Weil irgendwann muss ich dann mal wahrscheinlich doch auch noch ansaugen mit den Kleinen. Aber darum, das Weltall für mich ist viel zu weit und viel zu hoch. Aber ich finde es total faszinierend. Und darum ist auch die Idee natürlich dann von der Jura ist irgendwie auch eine lässige gewesen, die Art und Weise, so ein bisschen im Weltall rumfliegen. Habe ich wirklich cool gefunden und darum habe ich dann dort auch mitgemacht. Vielleicht noch schnell zwei Fragen zum Tennis. Was haben Sie gemacht während der Zeit, also seit Shanghai? Was habe ich gemacht? Ich bin zurück zum Training. Notfallprogramm aufgestartet. Der Konditionstrainer ist zurück auf Dubai geflogen, hat mit ihm nochmal gut und hart trainieren können. Auch nochmal Tennis geschuftet dort schnell, bevor ich dann in die Schweiz gekommen bin. Und jetzt bin ich eigentlich in einem perfekten Rhythmus drin. Bin heute und gestern schon in Basel trainieren auf dem Center Court und bin eigentlich völlig im Fahrplan, eigentlich voraus bin ich. Und bin froh, dass jetzt morgen einen Tag Pause einschalten kann. Übermorgen dann wieder in Basel bin, eine Pressekonferenz haben, so ein bisschen die offiziellen Sachen erledigen, bevor es dann am Dienstag um 6 Uhr dann wirklich losgeht. Was sind die Erwartungen für das Turnier? Ja, Titelverteidigung natürlich, aber eben, die Auslosung wird sicher hart sein. Es kann sein, dass ich gegen einen Top 20 Spieler spiele in der ersten Runde. Das ist nicht möglich an einem Grand Slam oder an einem Masters 1000. Aber eben, es gibt sehr, sehr viele starke Spieler jetzt wieder in diesem Jahr. Anders wissen, dass vielleicht mehr als noch in der Vergangenheit, weil in der gleichen Woche ist eben kein anderes 500er Turnier wie in den letzten Jahren. Und das wird jetzt nur ein Jahr sein. Nächstes Jahr wird in Wien gegen Basel sein. Und dementsprechend wird vielleicht die Titelverteidigung härter sein als noch im vergangenen Jahr.